Das Drehbuch ist ganz wundervoll, so raffiniert und subtil. Nick hat einen unglaublich guten Job gemacht und dieses Buch ganz im Sinne seines Autors Colm Tobin adaptiert. Ich habe das Buch gelesen und es geliebt. Colms Geschichte ist brillant und filigran konstruiert. Sie ist überhaupt nicht melodramatisch, sondern fantastisch emotional. Miss Kelly, könnte ich nachher mit Ihnen reden? Nicht, wenn das, was du sagen willst, mir irgendwelchen Ärger bereiten könnte. Der Roman spielt in Enniscorthy, einem kleinen Dorf im Südwesten Irlands, aus dem ich stamme. Alle Straßen, in denen ich als Kind gespielt habe, kommen im Buch vor und wurden zum Filmset. Es ist toll, wieso das Leben zur Fiktion wurde. Und dieser Film lässt die Fiktion nun wieder real werden. Ich wünschte nur, dass ich nicht mehr ein irisches Mädchen in Irland sein will. Ich kann dir nur sagen, dass es vorbeigehen wird. Dies ist ein auf den ersten Blick simples Buch. Denn eigentlich ist diese Entscheidung zwischen zwei Ländern und zwei Männern äußerst dramatisch. Wie würdest du dich fühlen, wenn ich nach Hause fahren würde? Ich hätte ziemliche Angst. Die Art und Weise, wie Colm den Schmerz schildert, an zwei Orten gleichzeitig sein zu wollen, ist eine wunderschöne Gratwanderung und lässt sich besonders gut auf Film übertragen. Was wollte ich bloß hier? Viele wollten dieses Buch adaptieren, doch wir kannten Nick von An Education. Brooklyn arbeitet mit vielen Gefühlsebenen, was keiner besser beherrscht. Er konnte sich richtig austoben. Also fährst du zurück. Ich bin ganz allein. Dies ist ein sehr vom Gefühlsleben seiner Figuren geprägtes Buch. Das macht seine Filmadaption zu einer echten Herausforderung. Aber Nick hat ein besonderes Gespür dafür und ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass er selbst Schriftsteller ist. Er weiß, was relevant für den Film ist und was nicht. Eilish, das ist Jim Farron. Ich freue mich, dich kennenzulernen. Das Drehbuch ist intelligent und hervorragend gemacht. Es versprüht das Gefühl, dass der Autor sein Handwerk so hervorragend beherrscht, wie es Nick Hornby eben tut. Wir wissen so gut wie gar nichts vom Rest der Welt. Wir müssen dir furchtbar rückständig vorkommen. Nein, gar nicht. Ihr wirkt äußerst besonnen und gesittet und freundlich. Ich war begeistert, als Nick sagte, er wolle das Drehbuch schreiben. Ich hatte das Gefühl, dass viele der poetischen und leisen Momente des Buchs für den Film etwas dramatisiert werden mussten. Und das konnte nur von jemandem gemacht werden, der es auf feinfühlige und clevere Weise kann. Es nimmt einen mit. Doch zugleich war es für uns sehr wichtig, dass auch der Humor der einzelnen Figuren Beachtung findet und funktioniert. Meine Damen, bitte. Ich habe das Buch schon vor Jahren gelesen und es geliebt. Es ist eigentlich schrecklich, ein Buch zu kennen und dann den Film zu sehen, weil er gegen die eigene Vorstellungskraft kaum ankommt. Eilish, wenn ich dich so ansehe, du hast fettige Haut. Was tust du dagegen? Doch dieses Drehbuch war wundervoll und enttäuschte mich an keiner Stelle. Irgendwann war ich mir sicher, dass Nick Hornby irische Wurzeln haben muss. Ich werde in Brooklyn, New York wohnen. Mir wurde gesagt, dass sehr viele Iren dort leben sollen. Ja. Ich glaube, in diesem Fall geht es nicht darum, irisches Blut zu haben. Es geht darum, das Gefühl zu kennen, an keinem Ort richtig zu Hause zu sein. Und ich denke, jeder kennt das irgendwie. Ich glaube, jeder hatte schon einmal das Gefühl, heimatlos zu sein. Und das fängt dieser Film fantastisch ein. Zudem handelt er von Romantik und Liebe, was mich alles angesprochen hat. Wie alle guten Geschichten handelt auch diese von ganz normalen Menschen. Es geht um eine Station in unserem Leben, die wir alle irgendwann einmal passieren müssen. Brooklyn, eine Liebe zwischen zwei Welten. Ab Donnerstag, 21. Januar im Kino.